Hallo ihr, grüßt euch auf ein neues Video. Ihr seht, da hinten steht der Willi, die Lichter brennen, die Motor ist an, es geht auf die nächste Tour. 2 Wochen her, dass wir von der letzten Tour gekommen sind. Wir haben eine Woche vor Ostern, es ist nicht gerade gutes Wetter, bewölkt, relativ stürmisch. Und mit dem Willi war ich die Woche mal in der Wasche, der hat die Grundwäsche gekriegt zum ersten Mal, er glänzt und ist sauber. Und wir wollen eigentlich Richtung Havelland ein bisschen rüberfahren. Stellplatz zum ersten Mal, einen ohne Strom. Mal gucken, was die Aufbaubatterie da macht, weil unsere Lithium, die wird erst im Mai eingebaut. Aber lieber Zeit, die ganzen Dinge. Ist so, muss man mit leben. Kunde sitzt schon da, die wird unruhig, die wartet. Ich steige jetzt ein, wir melden uns von unterwegs nochmal und dann verraten wir auch, wo es genau hingeht, weil der Ort hat einen kuriosen Namen. Bis gleich. Ja, wir haben doch gearbeitet und nach Feierabend ging es dann los. Und nach Conny kommt auch raus. Waren etwa 90 Minuten zu fahren, Rönneshavelland. Und wir sind jetzt hier auf dem Stellplatz in Wassersuppe. Hier gibt es nichts, keine Medien, aber eine Kasse des Vertrauens. Und 4 Stellplätze, die sind hier abgesperrt. Da hinten ist ein Ruderclub oder so, was sie das Ganze hier betreuen. Da ist die Conny. So, und jetzt drehe ich mal rum, damit ihr wisst, wo wir hier stehen. So, Leute. Das ist doch ein Blitzchen. Da kann man doch nicht meckern. So, da ist der See. Wie jeder ordentliche YouTuber, weiß ich nicht, wie der See heißt, aber das liefere ich nach. Und wir gehen da mal vorne hin. Oh, dunkles Wetter. Oh ja, alles was man braucht, eine schöne Wiese, Spielplatz für Kinder, das ist einfach super. Also für ein Stillblitzchen kann man nicht meckern. Und das Schöne ist, hier ist ein Grillplatz. Hier ist so frisch, aber hier kann man grillen. Ist das nicht stark? Hm. Oh, 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 oh. Ja. Und nachher nochmal an den See gehen, aber das ist richtig schön frisch. Und gegen kalter Wind, ein paar Tropfen kommen. Also der Frühling lässt sich noch ein bisschen Zeit. Wir sind der Willi, haben das Ding hier hingestellt, Heizung angemacht. Stellplatz ist super, wie beschrieben, ohne Medien. Das heißt, wir stehen komplett frei. Kein Strom, kein Wasser, kein Klo. Aber wir haben alles an Bord und wir müssen ja auch mal ausprobieren, mit dem Willi ohne Medien und ohne anderen Strom klarzukommen. Was machen wir, wenn wir irgendwo angekommen sind? Wir trinken das Zielbier. Und aus unserem Schweizbesuch sind noch 2 Büchsen Quill frisch über. Johnny. Prost. Prost, meine Conny, kühle kurze Anfahrt, wa? Hat gepasst, denke ich. Ja, reicht. Jo. Für nach Feierabend ist das in Ordnung. Ja. Und wir trinken jetzt ein Quill. Ist aber trotzdem so schön am Wasser hier. Mhm. Im Sommer ist bestimmt voll hier. Mhm. Mhm. Ja, aber mit so mal alleine. Ich glaube auch nicht, dass heute noch einer kommt. Nee. Wir sind jetzt, geht auf 19 Uhr zu. Naja, Prost, Gemeinde. Prost. Zum Wohl. So, es ist jetzt schon gleich 7:30 und wir müssten mal langsam mit dem Abendessen anfangen. Es soll Nudel, Hühner, Einlauf, Auflauf geben. Und dazu muss ich jetzt erstmal das Hühnerfleisch hier klein schneiden. Dann werden wir noch Nudeln abkochen und dann werden wir den Omnia in Betrieb nehmen. Jo. Mal gucken, ob das funktioniert. Genau, wir sind alle gespannt. Ein Huhn, das hat nicht viel zu tun. Ja, guckt später wieder weiter zu, ja? Ich schnippel hier jetzt noch. Ja, das mit der Schnippelei, das Hühnerfleisch haben wir klein. Mehr braucht's nicht, der Rest reicht für noch einmal essen. Und hier ist der Brokkoli klein gemacht. Und jetzt gehen wir langsam mal am Kochen. Die Nudeln, die sind schon fertig, die müssen nur noch gekocht werden.
Es dampft und brodelt und hischt und ja. Hoffentlich klappt das alles. Ja, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Jetzt ist alles gemeinsam in dem Omnia drin. Ihr seht hier oben in der Hälfte mit etwas mehr Käse für mich und da unten, wo man die Nudeln noch sieht, dann etwas weniger für die Conny. Und jetzt heizen wir den Backofen mal an. So, und so sieht der Auflauf dann aus, wenn er fertig ist. Unten meine Hälfte mit mehr Käse, oben den von Conny. Oh, wie das dampft und wie das duftet. Ah. Jo, jetzt hauen wir mal rein. Wir melden uns später nochmal. Also später ist, wenn das da alles aller ist. Das schaffen wir, glaube ich, aber nicht ganz. Aber trotzdem, wir essen es. Mahlzeit. Mahlzeit. Schmeckt aber auch. Hab schon probiert. Da bin ich ja zufrieden. Ja, das ist natürlich immer das Ärgerliche nach dem Essen. Ich habe Abtrockendienst. Wenn der Spüldienst macht, der Conny, das ist ja nicht so schlimm, aber ich muss immer abtrocknen. Du Armer. Genau, ich Armer. Und heute haben wir besonders viel Geschirr, weil verschiedene Sorten hier frisch zubereitet wurden. Aber es hat geschmeckt. Es war wunderbar. Und ja, wir sind immer noch ganz allein hier auf dem Stellplatz. Die Wolken sind weg. Wir sehen den Mond. Das heißt im Umkehrschluss, es wird richtig kalt. Aber ich habe eine frische Gaspulle. Das läuft. Wir sehen uns nachher nochmal zum Absacker. Ja. Nach der Arbeit, nach getaner Arbeit. Genau. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Gut, haben wir geschlafen hier. Ganz alleine standen wir hier und jede Menge Vögel und Feucht piept. Und da geht die Sonne auf. Zeige ich euch. Ist das nicht geil? Ha. Und das alles haben wir für uns alleine. Ich gehe mal vor ans Wasser. Wir wurden jetzt freundlich von unserem schönen Plätzchen vertrieben, weil hier der Verein, der das hier betreibt, hat heute Samstag Sopotnik. Hier wird das Gelände wieder hergerichtet. Nächste Woche ist Ostern. Ihr seht, das Osterfeuer ist auch schon vorbereitet. Wunderbar. So lange bleiben wir allerdings nicht hier. Ja, und die wollen hier Rasen mähen, Hecken schneiden und so weiter. Wir wollen hier mal 2-3 Stunden wandern. Also haben wir umgeparkt. Und stehen jetzt hier und jo, könnt ihr irgendwann wieder rausfahren.
Ja, wie schon gesagt, meistens stört mich der Wind hier. Soll er damit auch noch zulegen. Wir laufen hier an dem See entlang. Hier geht auch der, wie heißt der, Havel-Verbindungskanal durch den See durch. Die Havel, die wollen wir nachher noch erreichen. Ich hoffe, das klappt. Und die läuft ein paar Kilometer weiter ja auch schon in die Elbe. Deswegen laufen wir hier auf dem Deich, weil wenn die Elbe Hochwasser hat, das drückt die Havel zurück. Und auch hier in die angrenzenden Seen rein. Jetzt haben wir ein schönes Bänkchen gefunden. Sieht man's? Nee. Ja, sitzen hier kurz, gucken auf den See, hören dem Gepiepe zu. Aber wir haben ja noch was vor uns. Wir haben noch 3 Kilometer vor uns und dann ganze wieder zurück, also so 11, 12 Kilometer. Ja, trainiert wie wir sind. Aber ein schöner Weg hier, also wirklich. Ja. Mhm. 5,6 Kilometer. Stürmisch, ihr hört's. Die Havel haben wir erreicht. Also von Oranienburg an der Havel sind wir jetzt bis hier. Die hat einen weiten Weg hinter sich. Und 15 Kilometer Luftlinie, ich nehme auch noch 20 plus Kilometer, geht den Havelberg in die Elbe. Jo. Ihr seht, das Wetter zieht sich zu. Ich hoffe, wir schaffen den Rückweg noch mit trockenem Arsch. Und ein paar andere Aufnahmen, schaut euch an. Viel Spaß bei der Havel. So, da guckt der Willi raus. Da draußen schüttelt's und stürmt's und hagelt's. Wahnsinn. Der große Willi wackelt, der kleine Willi guckt raus. Auf dem See ist Wellengang wie auf der Ostsee. Wahnsinn. Ja, eine kleine Runde haben wir nochmal gedreht. Dabei haben wir wieder ordentlichen Schutt abgekriegt. Ja, ist halt bei dem wechselhaften Aprilwetter so. Jetzt sind wir mal im Womo Faulenzen rum. Irgendwann muss noch was zu Abendessen geben. Und hinter mir der Haufen für das Osterfeuer von Wassersuppe. Haben die alle schön zusammengeschichtet. Und wenn das nicht reicht, da hinten ist noch der Nachschub. Da können die ganz schön feiern. Naja, wir machen es kurz. Mit diesem opulenten Mahl verabschieden wir uns in die Nacht. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Vielleicht mit was ganz Tollem anderem. Ja, und damit guten Morgen aus Wassersuppe. Ah, war eine gute Nacht heute. Wir haben wunderbar geschlafen. Es hat etwas gewackelt, weil es immer noch stürmisch ist. Und ihr seht, ganz so sonnig wie gestern ist es auch nicht. Macht aber nichts. Jetzt machen wir uns ein schönes Frühstück. Und dann gucken wir, was wir sonst noch auf dem Programm haben, ob das so klappt und ob wir das euch noch zeigen können. Ja, die Schwäne. Mal einen leicht aggressiven Eindruck. Also näher gehe ich da nicht ran. Und hier sind wir immer noch ganz alleine mit dem Osterfeuer und dem Willi. Also, schöner Stellplatz. Hat uns hier gefallen, die 2 Tage. So, jetzt auf zum Frühstück. Und dann geht's weiter. Ihr werdet sehen. Und wir auch. Ganz oben, man sieht es auf dem Schild, das ist
Aussichtspunkt, aber auch die Absprungstelle von Otto Lilienthal. Hier haben also seine Testflüge ihren Anfang genommen. Vieles ist gut gegangen, vieles hat er erreicht und erfunden. Und der letzte Sprung, ja, das wissen wir, ging schlecht aus. Eine wunderschöne Gegend hier. Wir sind jetzt hier fast ganz oben. Und da unten sehen wir auch die Stelle, wo es den Ollen Otto Lilienthal bei einem seiner Testflüge zerlegt hat. Danach ist er ein paar Tage später seinen Verletzungen erlegen. So ihr Lieben, ihr seht, der Willi ist wieder zu Hause, sauber und leergeräumt, die Waschmaschine läuft. Ja. Wir sind bei leichtem Hagel auch wieder da. Wir kümmern uns jetzt mal drum, wo es Schlüssel gibt. Also, wenn es gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Folgt auch gerne unserem Kanal. Fragen, Kritik, Anregungen, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis denn! Und jetzt ab hier weg das Hagel.